Guten Morgen, Laura, Ellie und ich machen momentan einen Girls Trip und wir sind in Stockholm. Das ist einfach so eine teure Stadt für alle, die es nicht kennen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal alles, was wir an einem Tag so ausgeben. Denn Leute, es ist definitiv nicht mehr normal. Es ist der teuerste Trip, den wir jemals gemacht haben, glaube ich. Ich glaube wirklich. Wir starten einfach mal mit dem Fixkostenpunkt Nummer 1 und zwar unserer Unterkunft. Ich gebe euch nochmal so eine kleine Roomtour. Fun Fact, wir wissen es nicht genau, aber wir glaube, oder es könnte sein, dass es einfach die Privatwohnung ist von irgendeinem random Dude. Auf jeden Fall gibt es so ein paar Hinweise dafür. Und wir sind nicht ganz so zufrieden, tatsächlich. Aber optisch 10 von 10, Hygiene ein bisschen weniger. Das hier ist unsere Küche, tatsächlich der größte Raum mit einem riesigen Esstisch. Und ich finde die super cool, auch dass sie einfach so hoch ist. Und wir haben hier überall so ein Fischgrätenparkett, finde ich auch super, super schön. Das hier ist das Badezimmer, sehr klein, aber fein. War am Anfang tatsächlich recht dreckig. Ich blende euch mal ein paar Aufnahmen ein. Kommentiert gerne mal, ob wir übertreiben oder ob ihr das genauso seht. Der Flur zur Orientierung, hier ist die Küche. Und dann gibt es hier noch einen zweiten dunklen Flur. Und dann kommen wir in das Schlafzimmer. Übrigens, ich blende euch mal ein, was für Sachen sich in den Schränken befinden. Hier die Tür ist zu. Also keine Ahnung, was sich hier hinter befindet, aber das Licht brennt auf jeden Fall. Das gleiche gilt für hier diese Tür. Keine Ahnung, was sich dahinter befindet, denn der Türgriff wurde abmontiert. Und kleiner Funfact zu den Türgriffen. Tatsächlich halten die nicht so gut wie gedacht. Denn tatsächlich ist uns das hier schon öfter passiert. Das hier ist das Wohnzimmer, verhältnismäßig recht klein und vor allem sehr chaotisch. Und diese Unterkunft kostet uns tatsächlich 200. Wow, ich habe mir den perfekten Platz ausgesucht vor der Waschmaschine für den Ton. Diese Unterkunft kostet 229 Euro pro Nacht und liegt schon relativ zentral. In dem Heiß, weiß ich nicht, man teilt es ja nochmal durch drei. Schreibt mir mal, wie ihr es findet. Ich berechne das jetzt erstmal hier mit 0 Euro, schreibe euch aber auch schon mal ein paar einzelne Preise rein für das Bauchgefühl. Aber wir werden das natürlich auch noch anteilig essen. Aber wir werden nachher einkaufen gehen, ja, ne? Und dann seht ihr mal, wie viel das hier so kostet. So sieht übrigens das Bargeld hier aus. Ich kann euch das mal zeigen. Irgendwie süß. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir richtig viel Bargeld uns besorgt haben in schwedischen Kronen. Blendet euch hier auch den Umrechnungskurs ein. Aber tatsächlich akzeptieren richtig, richtig wenige hier nur noch Cash. Das heißt, das war vom Prinzip her dumm. Aber schauen wir mal, wie viel davon am Ende des Tages noch übrig ist. Übrigens fahren wir hier immer Bus und Bahn. Ja, genau, da seht ihr auch schon das Ticket. Wir haben uns einen 7-Tages-Pass geholt. Da blende ich euch natürlich auch den Preis ein. Viel, viel günstiger als Uber. Das hier sind übrigens die Optionen. Und tatsächlich, auch wenn es jetzt hier gerade nicht so aussieht, sind Bus und Bahn hier echt sauber. Sehr pünktlich und vor allem fühlen wir uns auch sehr sicher. Grundsätzlich, das ist eine Sache, die kann irgendwie gar nicht stimmen, aber hier sind irgendwie überall Frauen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es sind mehr Frauen überall. Ich sehe manchmal nur Frauen. Mhm. Gefällt uns. Das ist absolut wild. Ich finde es schön. Weiter geht es jetzt zu unserer nächsten Aktivität, falls ihr mich hört, ich bin auf der Straße. Und zwar gehen wir jetzt dahin. Das ist die Stadtbibliothek und die sieht einfach super schön aus, ein inspirierender Ort. Und da ist tatsächlich der Eintritt frei. Das heißt, das wird uns jetzt genau nichts kosten. Tatsächlich weiß ich gar nicht genau, warum wir jetzt überhaupt in der Bibliothek waren. Wahrscheinlich, weil sie uns so oft empfohlen wurde. Wir konnten dort nämlich einfach nichts machen ohne den Das war Laura. Ohne diesen Bibliotheksausweis konnten wir halt original nichts machen, wie gesagt. Und die hatten da gerade schon angefangen, irgendetwas umzubauen. Ich glaube, vielleicht für so ein Public Viewing oder so. Deswegen sind wir dann auch wieder abgezogen. Wir sind jetzt wieder zurück in unserem Airbnb und stylen uns jetzt einmal um. Für uns geht es nämlich danach in so ein richtig, richtig schönes Café, das wir entdeckt haben. Wir wollten einfach so ein bisschen Content machen. Generell wundert euch nicht, wenn wir am Tag immer verschiedene Outfits anhaben. Wir sind natürlich nicht nur privat hier, um so ein bisschen die Stadt zu genießen, sondern wir möchten auch so ein paar coole Reels für euch filmen. Und irgendwie ist die Stadt vor allem, was Fashion angeht, auch sehr inspirierend. Und deswegen, ja, haben wir manchmal verschiedene Sachen an. Plus, das Wetter ist halt auch so, dass so ein Zwiebellook am meisten Sinn macht. Irgendwie wird es zwischendurch einfach nur so warm, dann aber, wenn man am Wasser ist, wieder so kalt. Deswegen, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß gerade nicht, welche Ohrringe ich anziehen soll. Entweder die hier. Ich finde die richtig schön. Die sind von Piolet, genauso wie hier die. Die hatte ich auch schon die letzten Tage so oft an. Jetzt habt ihr mir auch immer ganz viele Fragen gestellt, auch von Piolet. Genauso wie all die anderen Schmuckstücke, die ihr momentan immer so an mir seht. Ich habe auch einen aktuellen Piolet-Code, der lautet Julia Favorites. Und dann bekommt ihr 20% auf alles. Außer
außer auf den Mahina Club oder Sale-Artikel, Sets und Geschenkgutscheine. By the way, absolut dumm. Ich habe nur einen einzigen Ring eingepackt. Ich habe normalerweise immer welche in meiner Handtasche, deswegen habe ich gar nicht darauf geachtet, dass ich wirklich etwas einpacke, weil ich eigentlich immer genug dabei habe, so oder so. Aber ja, jetzt habe ich nur diesen einen da. Stellt euch das mal vor, ich hätte jetzt irgendwie so 4 Ringe. Das sieht so viel cooler aus, na egal. Den mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Ich habe auch die passenden Ohrringe dazu. Sieht auch sehr gut aus. Fällt euch hier einfach nochmal so ein bisschen Pure Lay Inspo ein. Ich weiß auch immer, dass meine Rabattcodes sehr, sehr beliebt bei euch sind. Dann seht ihr hier einfach mal so ein paar Schmuckstücke von mir, die ich einfach sehr gerne trage und die deswegen vielleicht auch für euch in Frage kommen würden. Gerade jetzt im Sommer trägt man ja dann doch auch öfter ein paar Accessoires. Und ja, ich blende euch hier auch noch einen QR-Code ein. Alle Informationen findet ihr auch nochmal in der Infobox. Schaut da dann auch sehr gerne mal vorbei. Und ja, für uns geht's dann jetzt weiter. Wir haben uns dann einfach noch ein paar Törtchen geholt für Fotos. Die haben aber auch sehr lecker geschmeckt. Aber auf der Rechnung haben sie tatsächlich gefehlt. Was macht ihr in solchen Momenten? Sagt ihr dann direkt der Bedienung Bescheid oder behaltet ihr es für euch? Weil so ein paar Törtchen natürlich nicht satt machen, sind wir noch richtig essen gegangen. Und das haben wir jeweils bestellt. Also wir haben erstmal Mac and Cheese Balls. Sehr, sehr nice. Ich bin sehr excited. Und ich habe noch Bruschetta. Und das macht man sich da einfach selber drauf. Das ist voll cool. Wir haben hier einmal eine Pommes zum Teilen. Dann habe ich mir hier Tacos bestellt, die sehen richtig yummy aus. Und ehrlich gesagt habe ich Butterneid, ganz schlimm. Bei was? Alles. Das hier sind einfach so Nuggets aus Blumenkohl und dann haben wir hier noch Nachos zum Teil in der Mitte und Pommes. Ich habe den Umrechnungskurs vergessen, aber ich tippe einfach mal auf 3000 Kronen. Ich sag 5000. Was ist mit euch? Ich sag 1600. Ich habe keinen Plan, was der Umrechnungskurs ist. Das habe ich schon am ersten Tag vergessen. Dieser Umrechnungskurs ist einfach nur so wild, dass wir den einfach ernsthaft zwischendurch die ganze Zeit vergessen und deswegen auch so schlecht im Tippen sind. Ich hab gewonnen! Ich finde den richtig schön. Ich finde den hier auch voll lustig irgendwie. Ja. Der kommt an den Kühlschrank, also man will immer hören, wann der Kühlschrank auf und zu geht. Nee, das ist schlimm. Ach, ich glaube, ich nehme den einfach, auch wenn er sehr teuer ist. Ich habe 69 Kronen. Tatsächlich hat dieser eine Magnet aus dem Touri-Shop jetzt umgerechnet 6,28 Euro gekostet. Das ist der teuerste Städtemagnet, den ich jemals gesehen habe. Für den Heimweg wollten wir uns dann auch noch was zu trinken holen. Dafür haben wir an einem Kiosk angehalten. Und für 4 Softdrinks haben wir 82 Kronen bezahlt. Das sind einfach 7,46 Euro. Und die haben wir uns dann auf dem Weg in der Bahn zu der nächsten Aktivität gegönnt. Denn es ging für uns auf Tour. Und zwar nicht nur irgendeine, sondern eine Geistertour durch die Altstadt von Stockholm. Das heißt, wir haben erfahren, an welchen Stellen was so in den letzten Jahrhunderten passiert ist. Und das war so wild, Leute. Oh mein Gott. Ich bin sehr froh, dass ich den Typen an manchen Stellen gar nicht so wirklich verstanden habe, was er uns da gerade erzählt, weil ich glaube, ich war zwischendurch an einem Punkt, da wollte ich es gar nicht mehr wissen. Aber ansonsten war es auf jeden Fall sehr unterhaltsam, wenn man dieses Wort überhaupt in dem Zusammenhang verwenden kann. Diese Tour hat umgerechnet 25 Euro gekostet. So lagen preislich auch alle anderen Touren, die wir an den anderen Tagen gemacht haben. Also wir haben jeden Tag eine Touri-Tour gemacht. Gestern war es zum Beispiel diese hier. Das sind wir mit so einem, wie nennt man das, Busboot. Einfach vom Land ins Meer gefahren. Das heißt, wir konnten einmal die Stadt mit dem Bus sehen. Und dann haben wir integriert nochmal mit demselben Gefährt eine Bootstour gemacht. Und konnten dann Stockholm auch von Wasser aus sehen. Hat ebenso umgerechnet ungefähr 25 Euro gekostet und den Kostenpunkt hatten wir auch jeden Tag. Davon haben wir aber auch viel von der Stadt gesehen. Jetzt nehmen wir euch mit zu unserem Halbwochen-Lebensmitteleinkauf. Das heißt, diese Lebensmittel hier sollten uns nur ungefähr für 3 Tage satt machen. Hauptsächlich waren es Sachen zum Frühstücken. Wir sind nämlich nie außerhalb brunchen gegangen oder so. Und dann sind wir eben meistens mittags oder abends in ein Restaurant essen gegangen. So war grob unsere Essensaufteilung. Die Namen hier sind so wild. Wir haben hier einmal den Blutsaft, Flapjack. Dann haben wir hier die Russin. Und das ist jetzt unser finaler Einkaufswagen. Und es sind jetzt einfach 116,87 Euro dafür gewesen. Kleiner Fun Fact, hier geht die Sonne tatsächlich erst um kurz vor Mitternacht unter. Ansonsten, ich blende euch jetzt hier den Gesamtbetrag ein, wie viel wir heute ausgegeben haben. Ich traue mich fast gar nicht, es zusammenzurechnen. Ich weiß es gerade aktuell noch nicht, aber ich glaube, es wird ganz schlimm. Und übrigens kommt mein nächstes Video tatsächlich auch schon nächsten Sonntag online. Also bis dann. Tschüss.